Hallo Freunde! Jetzt habe ich echt eine Dekonus geworfen, so ein Mist. Naja, wollte ich nicht. Aber wir legen trotzdem los. Mit Zelda Majora's Mask. Ja, die jetzt im letzten, mit dem letzten Part beendete größere Pause. Tut mir natürlich leid. War nicht beabsichtigt. Aber mein PC lag halt einfach außerhalb meiner Reichweite. Ja, sagen wir es so, genau. Ja, deswegen konnte ich halt nicht aufnehmen. Warte, da wird mir eine Truhe angezeigt hier. Oh, scheiß Schleim. Da hinten. Wird mir eine Truhe angezeigt. Ja, ich sehe sie. Haha. Was haben wir da? Yeah, ein roter Rubin. So, einen Dekostab mitnehmen und wir können weiter. So. Gehen wir jetzt mal in die Sümpfe. Die müssten hier lang sein, oder? Ja, eigentlich schon. Dann gehen wir mal hier rein. Wollen wir mal. Seltsam ist, gerade eben habe ich schon versucht aufzunehmen, weil das Spiel hier an der Stelle abgeschmiert, also noch kurz bevor ich reingehen konnte. Und da oben ist ein Herzteil. Mana! Und da hinten habe ich Tingle gesehen. Nehme mal schnell meine Maske. Scheiß Fledermaus. Nacht des ersten Tages. Es verbleiben 60 Stunden. Oh nein! Oh nein? Ah, kann ich überspringen? Das ist natürlich gut. Kann ich den vielleicht mal richtig anvisieren? Warum genau ist der jetzt weg? Da ist er ja wieder. Kannst du ihn mal... Ah, oh Mann, kann der mal anvisiert bleiben? Ah, da ist er weg. Endlich. Hat ja auch kaum Leben gekostet. Ah, falscher Knopf. Das Touchpad ist leider etwas empfindlich. Quatsch, Touchpad. Mein Controller ist leider ein bisschen empfindlich. Ich will Tingle abschießen. Ah. Alter, der hätte sich doch voll die Beine brechen müssen. Ja, ja. Na du? Na nur grüne Kleidung, weiße Fee. Mein Herr, zeig dir vielleicht eine grüne Wald... eine Waldfee, du liebe Güte. Ich heiße Tingle, mein Herr. Ich denke, ich bin genau wie Sie, eine Waldfee. Obwohl ich bereits die 35 erreicht habe, ist mir unglücklicherweise noch keine Fee erschienen. Vater sagt immer, ich soll mit meinem Alter entsprechend walten, aber weshalb? Ich sage es Ihnen, Tingle selbst ist eine wiedergeborene Fee, ja, wissen wir. Solange ich stehe und auf meine eigene Fee warte, helfe ich meinem Vater, indem ich Karten verkaufe. Glückspilz, Glückspilz, Sie müssen überglücklich sein, ein Fitzmann. Genau, genau, wir sollten Freunde werden. Ja, ja, als Zeichen meiner Freundschaft gewähre ich Ihnen einen Sonderpreis für meine Karten. Bäh. Ja, Karten kaufen. Picky Bernia? Hurra! Karte von Picky Bernia erhalten. Ach, in den Bergen? Bin ich aber hier falsch. Tingle, Tingle, Kululimpa! Ja, ja, wissen wir. Stehlen Sie sie nicht. Ja, du hast aber noch eine Karte. Hallo, Fee.
Ja, ich würde gerne eine Karte kaufen, und zwar Dämmerwald. Karte vom Dämmerwald erhalten. Ihre Hilfe findest du dich im Sumpfgebiet. Bestes Recht. Ah, das ist gut. Da wollen wir auch hin. Jederzeit bereit. Tingels, Engel, Gololemba. Ja, ja, du. Warte, da kann man doch klettern. Oder sehe ich das falsch? Dass man hier klettern kann. Scheiß Fledermäuse. Ey, was macht die da oben? Nein! Böse, nicht sterben. Alter! Weg. Herzchen. Ah, blödes Vieh. Ein Flatterwicht. Oh, die heißen anders. Die erwischen mich aber immer, oder? Ah, gut, einen erwischt. So, der ist auch weg. Schieß ich mal den da oben ab. Oh, der Mond, Alter. Gut, weg mit dir. Ja, ist gut. Oh, es war ein Herzteil. Yay. Schon unser zweites, oder? Hast dein Herz erfunden, du hast bereits zwei Teile eingesammelt. Finde zwei weitere, um deine Energieleiste zu erweitern. Oh, und ich wurde geheilt. Nein. Ah, wie cool. Kein Schaden genommen. Was geht's denn da lang? Zum Sumpfschießstand? Wollen wir nicht zum Schießstand. Geht da wahrscheinlich richtig in den Sumpf. Kurz auf die Uhr gucken. Ja, wir haben noch Zeit. Was haben wir denn hier? Sümpfe des Vergessens. Oh, da bin ich ja hier richtig. Gut. Da oben ist ja ein Herzteil. Ui. Schon wieder so ein Frosch. Alter, was ist das da hinten denn für ein Octorok? Ich brauche mal wieder ein bisschen Geld. Wen haben wir denn da? Gibt in der Stadt ja auch noch so einer? Du kannst deinen Fortschritt speichern und hier aufhören. Willst du die Dateien nochmal? Ist mein Bild neben deinem Namen. Dies zeigt an, dass du beim Wiedereröffnen des Spiels an dieser Stelle zu dieser Zeit und deinem jetzigen Status fortsetzt. Vorsicht, öffnest du diese Teilen, drückst Reset, ohne vorher an einer Statue gespeichert zu haben, geht dein Fortschritt verloren. Das heißt, beim nächsten Öffnen beginnst du am ersten Tag mit dem Status, den du beim Spielen der Hymne der Zeit innehattest. Möchtest du deinen Fortschritt speichern, das Spiel beenden? Nein. Okay. Da ich noch keine Flaschen habe, wüsste ich nicht, was Besseres damit anzufangen jetzt. Was ist denn für ein Brackwasser? Ein Boot.
hier. 10 Minuten sind um. Oh, jetzt bist du. Verflucht, du ist der bloß dieser verwöhnte Wald, schwänzt schon wieder die Schule. Ein Kind seines Alters hätte gefälligst nicht nach Feen. Ist das Ding jetzt Vater? Auf dem übrigens. Oh, willkommen. Zeig mir doch mal das Bild, das du geschossen hast. Was für ein Bild? Huch, nimmst du zum ersten Mal teil? Ja, klar. Wenn du mich noch nie gesehen hast, wie soll ich denn schon mal teilgenommen haben? Das Sumpf-Info-Center veranstaltet gerade einen Fotowettbewerb. Leute aller Altersgruppen dürfen daran teilnehmen. Hübsche Bilder, die im Sumpf gemacht wurden. Für hübsche Bilder, die im Sumpf gemacht wurden. So, erhältst du eine kostenlose Bootsfahrt als Sonderpreis. Hast du Interesse? Vorher musst du aber an einer Bootsfahrt teilnehmen. Fahrkarten erhältst du am Schalter gegenüber. Probier es aus. Ach, das ist auch wieder so eine Uhr. Ich hab schon gedacht. Da ist ja niemand. Kume? Sie waren Wiedland zur alten Schachtel am Rande der Sümpfe nach. Okay. Kume, das war doch eine der zwei Endgegnerinnen aus hier dem Geistertempel. Hey du. Danke, dass du vorbeischaust. Du bist nicht von hier, oder? Ich verkaufe Wundererbsen an Dekus, aber eigentlich möchte ich von hier wegziehen. Ich will mein Glück an einem belebteren Ort versuchen. Einfach so ein Geschäft eröffnen. Das braucht man die richtigen Beziehungen. Du weißt, was ich meine. Hab aber nichts. Sag aber, ich muss mich um mein Geschäft kümmern. Du hast mein Problem nicht verstanden. Kümmere dich nicht weiter darum. Ich habe eine Idee, was wir machen könnten. Ah! Okay. Da fällt mir nämlich noch was ein. Dem hier könnten wir doch wahrscheinlich diese Besitzurkunde geben. Die gehe ich jetzt mal schnell holen. Ja, mal schnell. Ich muss dazu noch ins Observatorium. Bla bla bla. Jede Menge Scheiß machen. Spiel nicht lenken. Danke. Jetzt kommen hier wieder Werwölfe. Wusste ich's doch. Kriegst mich eh nicht. Und in der Stadt, da war doch auch noch so eine Eulenstatue. Die würde ich jetzt gerne mal aktivieren. Weil, also es sah so aus, als müsste ich die so aktivieren. So, wieder aus den Sümpfen heraus. Ich habe nicht die Hymne der Zeit ausgewählt. Oder besser gesagt die Ocarina. Komm, ja. Link, der für jede Stufe hüpfen oder klettern muss. So ein Winzling. So, ach genau. Die Eulenstatue war da hinten. Denn dem hier müssen wir... Oh, als Maul. Hier ist die Eulenstatue. Yay! Auch aktiviert. Ne, nach Osten muss ich. Bald da lang. Die Kamera hier in dem Spiel ist manchmal ein bisschen blöd. Das ist aber das Einzige, was ich bisher zu bemängeln habe. Wenn du hier vorbei willst, musst du mir den Code sagen. Was war noch der Code? Ich glaube 5. War das richtig? Nein? Warte, hier unten war doch so ein Kind, das mir den Code nochmal verrät. Ah, ich habe den Code vergessen. Ich bin so blöd. Kann ich da jetzt eigentlich rüberspringen? Nein, natürlich nicht. Aber hier war doch noch so ein... Dass mir als Deku den Code verrät.
Oder muss ich dann echt nochmal dieses Such spielen? Jetzt habe ich den Code vergessen. Ich komme gerade so ein bisschen blöd vor. Und ansonsten rede ich mal als Link mit dem Oberbomber. Ich komme gerade so doof vor. So, mal schnell nach Nordunruhstadt. So, mit dem da muss ich reden. Was willst du, Wurzel? Wurzel, stör mich nicht, während ich übe. Ey. Okay. Hast du eben den Ballon getroffen? Wow. Hey, wenn du willst, mache ich dich zum Mitglied unserer Bombe der Bombe. Aber um Mitglied der Bombe zu werden, musst du einen Test bestehen. Versuch doch mal. Ja, klar. Na gut, Ausstellung, Jungs. Muss ich euch jetzt wieder alle fangen? Wenn du bis morgen früh alle 5 von uns finden kannst, verrate ich dir den geheimen Code. Fertig? Ja, 4 übrig. Einer war doch da hinten, wenn ich mich recht erinnere. Oder sind die jetzt wo an? Ah, da ist doch. Ja, ich komme gerade ein bisschen doof vor, dass ich den Code vergessen habe. So, dann waren hier noch 2, das weiß ich. Wo der letzte war. Wo war der letzte? Gut, den habe ich. So, mir war so, hier war doch noch irgendwo. Ah, da oben, genau. Wer weiß denn, dass ich das bin? Oh. Es wird langsam Tag. Nein! Oh, wie unfair. Danke. So, jetzt weiß ich nur nicht mehr, wo der letzte war. Und den müsste ich innerhalb von weniger als einer Stunde, also Ingame-Stunde, finden. Hoffen wir, dass ich das schnell tue. Hier oder nicht? Dann ist es vielleicht hier. Ah ja, genau, ich weiß wieder, wo der ist. Ich hoffe, ich schaffe das noch. Komm schon. Ah. Puh. Ich hab schon echt gedacht, ich krieg den nicht mehr. Du hast es geschafft. Wie heißt du, Kleiner? Famin? Hm? Also gut, das Horror-Kit hat unsere Regeln gebrochen, indem es nur mehr Blödsinn gemacht hat. Aber heute, ab heute ist es raus. Ich mache Famin zu einem Bomber. Ihr habt doch nichts dagegen, oder? Sehr gut.
Dies ist das Notizbuch der Bombe. Es beinhaltet unsere Regeln. Lerne es auswendig. Ah, okay. Du hast das Notizbuch der Bombe erhalten. In diesem Buch sind die Tagespläne einzelner Personen verzeichnet. Drück Start, um den Statusbildschirm aufzurufen. Markiere das Notizbuch und drück A, um die Einträge zu lesen. Okay. Erstens, finde Menschen in Not und füge ihre Namen und Bilder ein. Es ist nur Platz für 20 Leute. Versprich ihnen zu helfen. Vermerke Versprechen mit Aufklebern. Halte deine Versprechen immer ein. Hast du ein Problem gelöst, erhältst du zur Belohnung einen Jubelaufkleber. Er bleibt in deinem Buch. Viertens, entferne keine Aufkleber. Sie helfen dir, dich an die Sorgen der Leute zu erinnern, bis jeder glücklich ist. Vergiss nie diese Regeln. Also gut, ich bringe dir jetzt unseren geheimen Code bei. Fertig! Oh, die Folge ist jetzt zu Ende. Der Code lautet 35124. Okay, ja. Die geheime Bruderschaft der Bomber wurde ins Notizbuch eingetragen. Dir wurde ein geheimer Code anvertraut. Merke ihn dir. Ja, sollte ich wirklich. Ja. Geht's wieder nach Osten? Alter, da unten war gerade eine kleine Grafikbug. Oh, das stimmt. Du kennst den Code. Das heißt, du bist ein Mitglied. Okay, du darfst bis hier. Lebe die Bruderschaft der Bomber, genau. Was ist denn das da unten? Schon irgendwie blöd. Das ist immer noch nicht... Dämmerung des zweiten Tages. Es verbleiben 48 Stunden. Oh nein! Ich bin hier unten drin. Ach gut, jetzt ist es weg. Aber der Bildschirm wird deswegen ganz komisch. So, Freunde, ich würde sagen, bevor wir hier weitermachen... Beendet jetzt mal die Folge. Okay, bis zum nächsten Mal. Ciao.